Gestern kam ich von der Arbeit nach Hause, es war mal wieder ein langer Tag. Ja. Ich hatte eigentlich nur noch auf der Agenda duschen gehen, Zähne putzen, Bett. Und auf dem Weg in die Dusche klingelt es an der Haustür, die Nachbarin, du Pet, da ist mal wieder ein Paket für dich bei mir abgegeben worden. Wahrscheinlich wieder ein Whisky. Ja, natürlich war es ein Whisky. Ja. Ich habe dann so zwischen Tür und Hausangel mit dem Handtuch um das Paket angenommen, oben dann das Paket aufgemacht, war ein Whisky drin. Der war mir nicht unbekannt, denn ich hatte zwei Tage, glaube ich, vorher die Pressemitteilung zu diesem japanischen Single Malt Whisky gelesen und ich war auch sehr aufmerksam und habe die ausführlich durchgelesen, weil das hatte für mich alles Hand und Fuß. Also, ich habe das durchgelesen, bevor ich irgendeinen Preis gesehen habe und war mega angefixt. Aber dann sehe ich den Preis für diesen Whisky: 155 Euro. Da habe ich mir gedacht, sag mal, habt ihr irgendwie einen japanischen Blitz geleckt oder was? Spinnt ihr? Ich bin ganz ehrlich, die Flasche kam vom deutschen Importeur for free von Kirsch. Vielen Dank an der Stelle. Ich bin aber auch ganz ehrlich, für 155 Euro, ich hätte mir den Whisky im Leben nicht gekauft, ne? weil es einfach eine Stange Geld ist. Ich meine, klar, man muss dazu sagen, japanische Whiskys, wenn du es googelst, es gibt viele. Das sind tolle Flaschen mit tollen Etiketten, japanische Schriftzeichen drauf. Das meiste sind Blended Whiskys. Da ist ein bisschen japanischer Whisky mit drin. Das meiste ist aber international zugekauft. Wenn du wirklich einen reinen Japaner willst, wird schon deutlich seltener und deutlich teurer. Wenn du wirklich einen reinen japanischen Single Malt Whisky aus einer Brennerei willst, ja das wird noch deutlich seltener und noch deutlich teurer. Von daher muss man sagen, wenn man hier eine neue aufstrebende Brennerei aus Japan hat mit einem fast starken Whisky, denn das hat der, das sind 155 Euro gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, leider Gottes. Es ist ein Arsch voll Geld, ja. Wie gesagt, selbst hätte ich mir den Whisky nie gekauft, aber Interessiert war ich auf jeden Fall und ich freue mich, dass ich trotzdem den Whisky hier probieren kann. Ich muss aber auch dazu sagen, selbst wenn die Flasche hier for free kam, ich bin da nicht jemand, der sich jetzt irgendwie in der Bringschule fühlt und das Ding jetzt über den Klee lobt, nur weil die Flasche for free kam. Ich bin eigentlich sehr so eingestellt, dass wenn eine Flasche umsonst kommt, ich bin noch kritischer, als würde ich sie mir selbst kaufen. Denn wenn die Buddel schon for free kommt, dann will ja das Unternehmen irgendwie was verkaufen. Infolgedessen meine Reichweite, die ich womöglich habe, nutzen... Ich bin da noch kritischer. Also wahrscheinlich, ich bekomme auch nicht viel for free zugeschickt, bin ich ganz ehrlich. Das ist ganz, ganz wenig, weil wahrscheinlich die meisten Unternehmen Angst haben, mich zerlegt das Ding im Video. Bei Kirsch ist es entspannt. Die schicken einfach was, mach oder lass es. Ich hatte Bock drauf, weil ich einfach ein Fable für Japan habe. Ich habe das schon seit Jahren auf der Agenda, dass ich mal nach Japan fliegen will, weil ich einfach die Mentalität liebe, die Kultur liebe, das Essen liebe, das Trinken liebe. Ich komme darüber demnächst. Und infolgedessen, ich mag auch die japanischen Whiskys, die reinen Single Malts, Chichibu, liebe ich. Aber bekomme mal einen. Und wenn du einen bekommst, bezahl den mal. Ist es ist schwierig. Also japanischer Whisky, vor allem Single Malt Whisky, vor allem wenn er dann in Faststärke kommt, da kannst du eigentlich kein Preisschild dran machen, denn du musst ein höheres dran setzen. Und wenn du ein höheres dran setzt, dann würden die meisten sagen, sag mal, ihr spinnt doch. Aber in dem Fall 155 Euro, das ist das Preisschild. Die meisten sagen, ihr spinnt doch. Aber eigentlich, ohne dass ich ihn jetzt probiert habe von der Papierform, leider Gottes ist es fair. So, ich bin völlig unvorbereitet. Ich habe jetzt einfach die Flasche heute geschnappt, Video gedreht, Bock drauf gehabt. Ja. Ich lese jetzt einfach mal ein bisschen vor, was mir Kirsch da geschickt hat von der Kanusuke Distillery. Zum Anstoßen auf Japanisch gehört selbstverständlich das Passende ins Glas. Und wenn es von uns kommt, ist es meistens Whisky. Ja, wobei Kirsch auch ganz viel anderes Zeug hat. Solche aus Japan ist dabei gefragt wie nie. Eine globale Fangemeinde befeuert stetig die Brennblasen, auch von kleineren Destillerien der neuen Generation, wie Kanosuke. Die Kanosuke Distillery liegt an einem von Japans schönsten Sandstränden. Bringt man jetzt mit Japan auch nicht unbedingt in Verbindung. Ne? Siehst du irgendwie nur über Dokumentation, Metropole, Tokio, viel Licht, ja, viel äh, Anime und Manga. Kanosuke arbeitet mit drei individuellen Pot Stills, also die destillieren tatsächlich dreifach. Triple Distilled Whisky, die sich in der Form des Halses und im Winkel der Leinarms unterscheiden. Ich habe das natürlich im Vorfeld noch ein bisschen gegoogelt. Ich war auf der Homepage von Kanosuke. Da gibt es auch noch eine Standardabfüllung mit einem weißen Etikett. Die soll wohl auch demnächst nach Deutschland kommen. Da bin ich extrem gespannt drauf, wie der ist, weil der wird wahrscheinlich deutlich bezahlbarer sein als der Whisky hier. Ein Setup, das für Whiskyvielfalt und ausgesprochen weiche Texturen sorgt. Jawohl, eine Dreifachdestillation macht einen milden Spirit. Diese entfalten sich vor allem in Rechart-Fässern, also erneut ausgebrannten Fässern aus amerikanischer Weißeiche, in denen zuvor der Shochu Mellot Kotsuru lagerte. Shochu ist quasi das hochprozentige Gegenstück zum Sake, Sake Reis Wein, Shochu Reisschnaps. Kanosuke verfügt aber genauso über Bourbon-Casks mit IPA vorbelegte Fässer, solche aus Misonara-Eiche sowie Wein und sherry -Fässer. Jawohl, let's go! Wenn man jetzt mal hier so ein bisschen die Box studiert, steht da einfach nur drauf, dass der Whisky in Barrels gereift ist und sherry hm, Barrels kann jetzt alles sein. Ne? Also ich habe ein bisschen genauer geschaut. Ähm, der Whisky ist tatsächlich zu einem gewissen Anteil in Sherry-Fässern gereift aber auch in solchen Fässern, in denen dieser Shochu, dieser Reiswein, äh, Reisschnaps, sorry, ähm, lagert. Fassstärke 59 Volumenprozente. Wo steht's denn? Ja, wir packen jetzt einfach erstmal die Buddel aus, ne? Wir packen jetzt einfach erstmal die Buddel aus. Ihr habt schon im Intro gesehen, in einem Mordsack ist das Ding. Für 150 Flocken kannst du eine gewisse Erwartung an die Ausstattung haben, ne? So ein kleines Gummiband rumrum. So. Ah, die Bulle. Also sieht schon sexy aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben ja auch draufgeschrieben, aus welchen Jahrgängen der Kollege ist. Ne, haben sie nicht draufgeschrieben, ich habe es aber nachgelesen. 2017 und 2019er Jahrgänge. Das heißt, der Whisky ist so, ja, drei bis fünf Jahre alt. 70 Cl, 59 Volumenprozente glatt. Ich habe die Brille auf. Ne? Das habe ich gemacht, weil ich das vorhin vorgelesen habe. Ja, ich werde alt. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Schauen wir mal. Achso, einschenken. Das Sound. So. Nische Färb, drei bis fünf Jahre alt, sattes Färbchen, leicht dunkler Bernstein. Da haben sie was hingezaubert, ne? Gut, so, die Brille können wir jetzt ausziehen. Ich finde diesen Reisschnaps, diesen Shochu, riecht so krass. Also, ich gehe so gerne Sushi essen. Gibt mal Sake. Wenn wir ein bisschen länger sitzen, vielleicht auch ein bisschen versacken, gab es auch schon mal einen Shochu. Ich kenne die Aromatik sehr gut. Riecht voll krass nach diesem Shochu. Wirklich Reis. Als würdest du in deinem Töpfchen zu Hause Reis kochen. Aber jetzt nicht unbedingt so einen klassischen Langkornreis oder einen Basmati-Reis, der sehr süß ist. Nee, eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Langkornreis, so einen wilden Reis, so ein bisschen kernig vom Reis her. Krasse Aromatik, so noch nie in einem Whisky gehabt. So, und wenn der Reis fertig gekocht ist, dann machst du ein bisschen Barbecue-Soße drüber. Der hat jetzt keinen Rauch, aber der hat von den cherry so eine süß-würzige Aromatik, die mich so ein bisschen an Barbecue erinnert. Also ein, quasi ein Langkornreis mit Barbecue-Soße. Muss ich mal an meine Kinder denken. Was wollen wir heute für Nudeln essen? Ja, gar keine. Ja, dann kochst du blanke Nudeln, dann machst du Ketchup drüber. Oder barbecue soße ne? So essen die die Nudeln. Das ist jetzt im Sinne des Reises. Aber je länger ich dran rieche, desto mehr spürst du ein bisschen die Sherryfässer. Du kriegst so einen leichten Impact von der Trockenfruchtigkeit, aber alles sehr hell, trockenfruchtig, vielleicht so ein bisschen Trockenaprikose. Aber was hier krass ist, ist die Aromatik von diesem Shochu. Das ist schon heftig. Der Brennereicharakter, ich meine, man könnte drauf schließen, Dreifachdestillation, sehr milder Spirit, lässt den Fässern sehr viel Platz, vor allem den Chocho-Fässern, weil ich würde sagen, die nehmen hier den größten Anteil an. Riechst du krass. 59 Volumenprozente, auf der anderen Seite riechst du nicht. Und du hast so eine schöne Eichenholznote, die ist so ein bisschen trocken. Also für, eine, für fast 60 Volumenprozente riecht der. Sehr, sehr mild. An sich ist aber auch sehr einfach. Ich meine, du rufst dir immer in den Kopf, was kostet die Geschichte? Es ist schon, er ist schon außergewöhnlich für einen Japaner aufgrund dieser shochu aromatik und weil die Fassstärke halt sau smooth riecht. Aber er ist halt schon sehr einfach. Sehr einfach. Aber interessant. Dabei. Auf der Zunge merkst du ein bisschen den Alkohol, aber überhaupt nicht störend. Du merkst, du hast eine hohe Fassstärke im Glas. Der hat schon Wucht, der hat Antritt, aber angenehm. Du hast auf der Zunge so einen Mix aus süß und trocken. Du hast schon krass diese Reisaromatik, den Shochu. Also trinkt mal gerne einen Sake oder einen Shochu. Wobei eher einen Shochu, weil den Sake, den trinkst du warm. Ähm, Shochu ist da schon die bessere Variante. Schmeckt einwandfrei wie ein Shochu. Also ist eigentlich eher wie Shochu wie ein Whisky. Hast eine gewisse Malzaromatik, sehr mild, aber die Malzaromatik bringt die Süße mit. Und hinten raus ein bisschen trockene Eiche. Ah, interessant, aber einfach. So, ein bisschen Wasser reingemacht. Jetzt kommen die Sherryfässer mehr raus. Das wird jetzt wirklich sehr fruchtig. Das hatte ich in Fassstärke überhaupt nicht, dass da irgendwie Frucht rauskommt, außer dieses müh trocken Aprikose. Aber jetzt mit ein paar Tröpfchen Wasser, sich Mehr die Trockenaprikose, vielleicht auch ein Hauch von der Nussigkeit. Aber was ich hier echt spannend finde, ist diese shochu aromatik It Ist interessant. Aber wenn du die Komplexität von diesem Whisky vergleichst mit einem Schotten, dann ist er gefüllt ein Drittel wert. Ne? Aber das kannst du halt schlecht messen, weil japanischer Single Malt und bla bla, bla ihr kennt die Geschichten. Ne? Der Reis noch krasser. Habe ich gerade Mittag gegessen. Krass, krass, krass. Dieser Reisschnaps, dieser Schotchu. Also probiert mal einen Schotschuh. Schmeckt genauso. Getragen von der Malzigkeit, die eine gewisse Süße mitbringt. Jetzt durch die Zugabe von Wasser ist ein bisschen Zitrus mit dabei. Vielleicht auch so ein Spritzer Orange. Ja ganz ganz zarte Eiche. Man muss aber sagen, die wird hinten raus schon intensiver. Also für einen drei bis fünf Jahre alten Whisky hat er schon relativ viel Holz. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also in der Blindverkostung, boah in der Blindverkostung. Was hätte ich gesagt, wo der herkommt? Keine Ahnung. Was hätte ich gesagt, wie alt er ist? Ich hätte ihn älter als die drei bis fünf Jahre getippt. Auf jeden Fall, weil der sehr sehr deutlich Eiche hat. Zwar in einem Maße, wo du sagst, es ist kein 10-jähriger, aber 6 bis 8 hätte man dem schon geben können. Also ganz interessante Geschichte. 155 Euro die Buddel. Kann sie nicht empfehlen für das Geld, weil es einfach ein Arsch voll Kohle ist. Also für das Geld kriegst du auch einen Yamazaki 12, einen Hakushu 12, die sind sogar günstiger. Klar sind die deutlich. Weicher als der hier mit seinen 59 Volumenprozenten, aber auch nicht schlecht. Ne? Nicker hat beispielsweise im Bereich Single Malt Whisky auch den Yoichi und den Miyakikyo. kriegst sogar beide Flaschen für das Geld. Also es ist unfassbar viel Geld für diesen Whisky. Von daher, ganze Flasche kaufen und mal testen, schwierig, würde ich sagen, nee. Aber das ist so ein Whisky, wo ich sage, der ist so interessant, dass man zumindest mal auf einer whisky -Messe oder bei einem Tasting gucken sollte, ob der mit am Start ist, den sollte man mal probieren. Und dann lieber ein paar Euro für ein Gläschen ausgeben, weil man sollte ihn mal probieren, weil diese shochu aromatik richtig interessant ist. Aber eine ganze Flasche? Nee, würde ich nicht sagen. Wenn ihr ihn schon probiert habt, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr von diesem Whisky haltet. Wie viel Geld seid ihr bereit für einen japanischen Whisky auszugeben? Das würde mich mal interessieren. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein.